Der älteste Biergarten Hannovers, das Dornröschen, ist geschlossen, seit im letzten Jahr die Inhaberin starb. Bei mir ist Christian Brune, hallo. Hallo. Sie wollen das Dornröschen wieder in Betrieb nehmen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es jetzt im Moment geschlossen ist? Es kam dazu, dass Christa Reinhardt schwer erkrankt ist, vor langer Zeit schon. Und soweit ich weiß, an Krebs erkrankt ist und letzten Juni starb. Und seitdem ist das Dornröschen, also die Immobilie unten an der Leine, in der Testamentsvollstreckung und wartet darauf, quasi vererbt zu werden. Sie haben jetzt einen Verein gegründet. Wer ist dabei und was ist Ihr Ziel? Ich bin der Vorsitzende des Vereins Projekt Dornröschen e.V. Und wir sind ein Team von 9 Leuten, ganz heterogen aufgesetzt. Also wir heißen ganz unterschiedliche Kompetenzen. Architektin, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ein Anwalt, 2 Köche und Betriebswirte. Wir haben eine Relocation Consultant Dame da drin und sind also in dem Augenblick so heterogen, dass wir nach Möglichkeit mit unseren eigenen Kompetenzen den Betrieb aufbauen können und bislang auch unseren Business Case überhaupt erstmal entwickeln konnten, dass wir geschäftsfähig werden für den Moment, dass wir die Immobilie kaufen dürfen. Ein Plan oder ein Teil des Plans ist es, Flüchtlinge in diesen Betrieb zu integrieren. Wie soll das genau aussehen? Die Grundidee war, wir gründen ein Social Business. Das heißt, wir wollen soziale Fragen mit Mitteln der Marktwirtschaft beantworten. Will heißen, in diesem Augenblick, wir planen, einen Gastronomiebetrieb aufzumachen. Wir planen in der Geschäftsführung und auf Ausbilderebene aus eigenen Reihen zum Beispiel ein Stammpersonal dort einzusetzen und alle anderen Menschen, die dann da arbeiten werden, Auszubildende, Einstiegsqualifikanten, Langzeit-, Kurzzeit-, Saisonkräfte, wie auch immer, wie man das in der Gastronomie kennt, sollen nach unserer Auffassung Flüchtlinge, Vertriebene, Neu-Hannoveranerinnen und Neu-Hannoveraner werden, um denen die Möglichkeit zu geben, in den deutschen Arbeitsmarkt einzusteigen, weil das einfach die kardinale Einstiegssituation ist neben dem Thema Sprache. Und um das nicht einfach nur in Betrieb gehen zu lassen, ist die Idee, von unserer Seite noch eine Art Mantel drumherum zu stricken im Sinne von Personalentwicklung. Das heißt, auf administrativer Ebene den Menschen zu Rate zu stehen, wenn die noch zum Beispiel eine Arbeitsgenehmigung brauchen, Behördengänge. Wir haben die andere Situation, Social Coaching, interkulturell den Menschen auch das Ganze ein bisschen näher zu bringen und denen die auch an die Hand zu nehmen, aktiv. Und als letztes in dem Augenblick auch noch die Bildungssituation zu vertiefen, neben dem, was draußen sowieso passiert. Für Ihre Idee haben Sie jetzt Unterstützung bekommen in Form eines Kunstwerkeverkaufs. Was hat es damit auf sich? Wir haben vor mehreren Monaten Edelgard Bullmann kennengelernt, die spontan von unserem Konzept sehr angetan war, weil sie es als Vermächtnis von Christa Reinhardt gesehen hat. Und sie hat Bilder, die sie aus dem Nachlass von Christa Reinhardt hatte, in eine Ausstellung gegeben, mit dem Hintergrund, sie verkaufen zu wollen. Und der Erlös geht in unsere Vereinskasse. Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Idee? Was fehlt jetzt noch, damit Sie das in die Tat umsetzen können? Lachs gesagt, wir warten händeringend darauf, dass die Erbengemeinschaft und der Notar sich entscheiden, wem sie den Zuschlag geben zum Kauf. Und natürlich hoffen wir inständig, dass wir den Zuschlag bekommen. Und in dem Augenblick können wir spontan anfangen, unseren Business Case dann auch tatsächlich zu verwirklichen. Also richtig Menschen zu suchen, Angestellte, die ganzen Konzessionierungen, alles richtig in Gang zu setzen. Okay, dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Dankeschön. Das war Christian Brune zum Thema Dornröschen Biergarten und wie er wieder in Betrieb genommen werden soll. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.